Ich mag einfach diese derpigen Faces, die diese Künstlerin zeichnen. Die sind so fucking awesome. Hier am Anfang schon Kiana Dash, weißt du, beide Augen gucken so in zwei getrennte Richtungen. Sie macht einfach den Bauchtanz mit der Klinge. Ich gucke ja auch Timo vs. All extrem gerne, weil er halt einfach den Humor hat, den ich lustig finde. Alter. Da hat draußen jemand Tokyo Drift nachgestellt, würde ich behaupten. Also zumindest müsste das Reifenprofil langsam tot sein, aber... Das i-Tüpfelchen wäre gewesen, wenn Silas in der Animation doch hier dieses Ricardo-Bandana aufgehabt hätte. Das hat halt noch gefehlt. Ewiger Wispenschweif. Gegen den Mondglanz Wispenschweif. Ich habe halt leider nur alle Wisperschweife auf Stufe 1. Die drei, die ich habe. Ich habe meinen Steintyp. Ja, der ist aber auch Kult bei dir, also... Ich hab auch kein du, Geld. Du stehst halt für die Bodenständigkeit. Mal gucken, ob wir diesmal auch gute Items kriegen. Items? Ja, es gibt ja jetzt neue Items. Deswegen. Sind die jetzt schon drin? Ja, die sind mit dem Patch reingekommen. Ich warte, was ich kriege. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, was ich überhaupt genommen habe. Ich habe Lissandra. Nuclation. Nein. Elementarmark? Habe ich auch noch nie zum Laufen. Also einmal habe ich die Combo gehabt, aber da hatte ich nur noch irgendwie so 5 HP und der nächstbeste hat mich halt gefickt. Erstarrt. Ich könnte jetzt den ionischen Funken machen. Aber wenn ich das Item habe, ist das Item nicht von Use. Also nein. Provisorisch. Warwick gesell dich dazu. Ja. Finde ihn auch durchaus einen der stärkeren Brawler. Vor allen Dingen, jetzt macht es halt wirklich Sinn, Beast zu gehen, ne? Weil das haben sie ja auch gechanged. Oder ist das schon live, oder? Ja, wenn du 4 Beasts hast. Alle Verbündete bekommen den Buff und den normalen Angriffen kann nicht ausgewichen werden. Die sind jetzt also quasi Anti-Jordel. Und Anti-Superbraum. Da ist dann nichts dabei. Da ist auch nichts dabei. Ja, komm, Graves. Nein, ich bin nicht glücklich, aber du kommst jetzt trotzdem aufs Feld. Das Video, was ich heute übrigens hochgeladen habe zu TFT, war: Lars und ich tauschen die Ranks. Es war halt die Folge, wo ich mich so nicht freuen konnte darüber, dass ich aufgestiegen bin, weil du in demselben Moment halt auf Gold 4 zurück bist. Meine Güte. Ja, aber ich hab's halt lieber, wenn wir beide irgendwie Spaß dran haben können. Hey, ich hab meinen Gangplank bekommen. Ich bin nicht glücklich. Ich könnte mir jetzt wenigstens so ein Beast gehen. Ja, danke schön, das geht doch. Ohne Niederli. Verdammt, das ist so catchy, ey. De. Das hängt jetzt erstmal wieder im Ohr. Ja, aber ich finde das Lied auch geil, also. Warum habe ich hier einen Artdruck stehen? Das ist wieder durch das Item oder was? Ich habe mich daran noch null gewöhnt, dass du jetzt halt auch Champions rausbekommst aus diesen Scheißdingern. Ja, ich hatte Aatrox und Kha'Zix, hab ich beide wieder verkauft. Ach stimmt, ich hab wieder schon einen Tool damit.
Ich habe den ersten bisschen Bonus. Hat mir nicht geholfen. Ach, der geht. Ach, dieser Alex Moscovici oder wie auch immer geht auf Brawler. Das wird nervig, diese Runde. Bitte gib mir Duplikate. Danke. Ich hab zwei Items, aber ich kann halt diese Items gerade machen. Wer ist eigentlich noch ein guter AOE-DD? So overall gesehen. In Epic? Ja. Also die normale Belugna ist sehr gut als AOE-Unit. Chiron kann sehr gut als AOE-Unit dienen. Charlotte auch. Was ich ja gestern gesehen habe in der Arena, war da halt einer seinen Charles auf Damage anscheinend getrimmt, der hat ganz schön reingehauen, der Boy. Ja, Charles kann auch, aber der hat halt nur eins. Ja. Ich müsste halt überlegen, ich wollte jetzt halt zwei Teams machen quasi, die so Main sind und also zu der Wombo-Kombo von Tenebre und die Serie wird halt vorgeschlagen, dass man noch ein Dingens dazu nimmt. Ein AOE-DD. Und da wüsste ich halt gerade nicht welchen. Das ist mein Problem. Ja, so. Ja, nee, komm, die Sandra ist weg. Was das angeht. Also ja, auch noch die Verteidigungs Verringerung da hat im Kit. Araminfa ist auch gut. Dieser Roy Mustang. Ja. Alter, ich hab grad keine Schnitte. Autsch. Ja, mal gucken. Ich bin jetzt immerhin beim Rondell relativ früh drin. Ja, ich darf jetzt auch gerade gegen den Brawler-Typ. Schon haut ihn los, Korsix. Na, schade. Das ist halt nichts für mich dabei. Für mich wäre nur Rexai. Spaten. Also ich hatte halt überlegt, dass mein erstes Team quasi so bestehen bleibt, wie es jetzt ist. Aus Yuffine, Tenebria, Kiese und halt Armin, weil das wirklich gut läuft. Und ins zweite halt Tenebria, genau. Tamarin, Iseria. Dann bräuchte ich halt noch ein DD und ich war mir überlegen, glaubst du, Corvus ist da... Also ich weiß nicht, ob das auch mit Iseria da klappt, aber er braucht auf jeden Fall sehr lange, um an seinen Damage zu kommen, weil auch erst nach... Okay. Schon wieder der Brawler-Typ. Noble Twisted Fate. LOL, okay, alles klar. Der Burst Heal war ja aber asozial von meinem Warwick. Ich habe Warwick halt jetzt Ludens und BT gegeben. Der springt zur Ulte an, du merkst erst gar nichts, aber er kriegt so einen ganzen Chunk Life wieder zurück. Da wurde auch gerade von AOE oder so, sprichst du hier, du hast ja gesagt, du hast den Dark Leo da. Der ist eigentlich auch mit deinen Zeitpunkten. Okay. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Den normalen Leo. Ja, müsste ich mal gucken. Gegenstück. Ich habe auch noch sowas wie Shuri. Shuri
Okay. Der ist halt so ein Team-Booster. Also du hast halt die Möglichkeit inzwischen halt, halt so ein Burst-Team, ein Sustain-Team, ein Cleave-Team. Also ehrlich gesagt, ich habe heute sogar auch über Karin nachgedacht, aber... Karin ist halt eine extrem gute Boss-Tune. Ja. Die kann eigentlich, wenn sie rankommt, ein Ziel definitiv. Ah, die hat doch auch eine AOE gehabt, oder nicht? Nee, die normale Karin, nicht Bloodblade Karin hat. Ah, okay, okay. Die Frage ist, was hältst du von sowas wie Sermia, falls ich die kriegen sollte? Eine Fire Unit, Warrior, 5-Star, rote Haare. Ach die, ah ja, ja, stimmt, die hab ich. ja, sie ist halt auch Single Target, aber sie hält halt auch ordentlich Single Target damit. Ach hier, was hältst du von Lydica? Die hätte ich ja auch noch im Angebot, also Lydica hab ich ja sogar. Macht doch auch AOE, oder? Doch, ja. Ja, ihr zweiter Skill macht AOE. Und ihr dritter Skill hat ja noch den Vorteil, du senkst halt die Kampfbereitschaft des Healing, wenn du ihn nicht tötest, auf null. Also, der ist halt wieder ganz am Anfang in der Warteschleife. Okay. Also, Lilika, die ist auch, ja, mit dem richtigen Equipment. Und wenn du ihr Artefakt hast, wow, müsste ich mal gucken. Ja, aber da stellt sich halt immer noch die Frage, wen ich dann so als etwas tankigeren hinstelle, weil ich glaube, Luna wird auch nicht zu tanky. Also ich sag mal so, du brauchst gar nicht wirklich einen Tank. Du kannst auch Tamarin als Tank missbrauchen. Okay. Also die meisten Soul Weaver sind bessere Tanks als Tanks. Ja, sie ist halt jetzt bei mir leider getrimmt auf Speed und ein bisschen Health. Also set-technisch wird mir das halt vorgeschlagen. Ja, das wird ja halt vorgeschlagen, dass sie schnell dran ist, aber du genau. Hast halt so Serie. Mhm. Ja, einfach ihr Cooldown sowieso halt. Also würdest du bei ihr ein volles Health-Set machen, oder wie? Oder Health-Defense? Was bei ihren Skills halt vorgeschlagen wird, da steht ja immer die Heilung. Ja, ich meine, das ist auch wieder Max Health vom Caster, also von ihr aus gesehen. Ja. Ja, ich hatte ja sowas wie bei Angelica, die hatte ich ja auch eigentlich nur Leben voll gebucht. Die hatte ja gerade mit 15.000 Leben oder so. Mhm. Also, die tot zu bekommen, war schon eine Aufgabe. Ich meine, ich könnte natürlich anstelle von einem weiteren Frontliner, könnte ich auch sagen, ich stelle halt noch so was wie Shooting Star Achates mit rein, dass ich halt zur Not noch ein Revive habe. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich worth ist, dann halt zwei Soul Waver. Also Shooting Star Achates ist auch eher eine PvP-Unit. Jaja, aber das wär ja beide Teams, die so zwar auch PvE, aber auch PvP können. Ist nicht schlecht, aber na. Klingt gerade so geil. Ja, die Sache ist halt, sie muss halt überleben. Das ist richtig, ja. Weil das kriege ich hier gerade nicht sehr gut hin. Ich habe das Gefühl. Ja, ich stabilisiere mich gerade ein bisschen. Jetzt auch angucken, ob ich Bloodblade Karin hochziehe, weil die hat halt einen unglaublichen Cleave Damage. Mit ihrem dritten Skill, aber da muss ich halt viel rein investieren. Mhm. Copyright Strike. eigentlich müsste ich auch Armes Equipment mal verbessern, weil die hat das bei mir. Die ist bei mir, also sie ist bei mir auch noch nicht fertig. Ich habe ihr halt auch ich habe ihr dieses Health-Set gegeben, was du aus dem Abenteuer-Dings da bekommen hast. Ja, ich aber muss eigentlich die ist eigentlich schon ganz tanky.
Problem ist bei mir weder halt das Material noch sonstiges. Es ist echt das Geld, das ist halt so GG. Du hast da nichts in die Schmiede gesteckt. Doch. Ich habe lowere Kosten für die einfachsten Materialien, die sind bei mir, glaube ich, bei 8000 oder so. Sorry. Aber es verschlingt halt, wenn du wirklich was Ordentliches mit Stats haben willst. Das ist halt ein Problem. Was ich halt gemacht hat, weil was mir auch extrem weitergeholfen hat, war dieser Alchemisten-Ding, weil da kannst du auch halt diese Katalysatoren dir 3 Stück zusammencraften, jetzt von diesen brennenden Seelen oder was das ist. Mhm. Da kannst du halt andere Materialien geben, die du jetzt nicht brauchst, und dann kannst du dir einmal in der Woche mindestens 3 Stück von diesen Katalysatoren holen. Weil ich brauche ja da auch noch für, wenn ich wirklich Bloodblade Kevin hochziehe, ich will gar nicht dran denken, was ich dazu brauche. Das ist der Schwaner, nice. Nee, der Schubert hat sogar schon einen übergroßen. Das gefällt mir. Ach, mir fehlt halt so dringend ein Narr gerade. Ja, okay. Ja, gerne. Full Demon Comp, Full Schmerz. Autsch. Ey, meine Losing Streak. Ja, die letzte Elise. Ne, ist nicht die letzte. Scheiße. Nidali hatte ich fast fertig. Scheiße. Ich brauche eine Weihe, ein Blitzcrank, ein Boden. Also ich bräuchte erstmal noch eine Ahri, dann sind alle bei mir schon mal Stufe 2. Ich brauche eine Elise, ein Nidalee, dann werden die beiden Stufe 3. Und eigentlich brauche ich halt ganz dringend einen Narr für den Bestienbonus. Dass der auf alle übergeht, das wäre wirklich neat. Spuck. Spuck. Nein. Autsch. Klingenmeister. Revolverheld. Klingen Revolvermeister. Oberschenkel, Muskeln. Ja. Natürlich, jetzt bekommen wir 2 Kasterlins, aber kannst du ja nicht aufstellen. Da ist ein Idee. Nice. Oh, schön. Nächste Runde wird gut. Zwei Shoguns bräuchte ich. Ja, Shogun habe ich bisher nur im Rundell gesehen. Ja, da habe ich mir ja meine auch geschnappt. Gold. Noch mehr Gold. Und. Ja, Nico Selb, nice. So, komm, jetzt noch ein Knarr und ich bin glücklich. Jawohl! Er cheatet. Gar nicht. Gar nicht. Aber hattest du nicht auch so was wie Champion Serato? Ja. Weil der ist halt auch eine extrem gute PvP-Unit, weil er halt gegen die meisten, also CC-Sachen ja immun ist und kontert dann auch noch. Müsste ich mal gucken, ob ich den mal ordentlich hochziehe. Also der hat
Noch nicht so ein gutes Set, fürchte ich. Stirb, stirb. Ja, geil. Rückkehr auf the hier dämonische war da ist wieder da. Ich bin jetzt nicht unbedingt so angewiesen auf ein zweites Force of Nature. Fand ich das besser für den weiteren Dämonenbonus noch den ersten. Habe ich schon gemacht, aber ich bekomme leider weder die Goldmützen-Akis oft raus, noch die Akis, die angepisst gucken und den Leaf droppen. Beides wäre mir sehr lieb momentan. Der Typ hat meinen Schugatz. Oh, bei schlafloser Nacht hattest du wohl an was anderes gedacht. Hey. Hm? Vamox Aatrox gegen Vamox Rex. Natürlich seine Aatrox war natürlich mehr Damage mit seiner Ulti. Ja, die Aatrox Ulta haut schon übelst rein. Das ist wirklich unschön. Zwei Vikes. Why not? Ein Goldmünzen-Haki. Jetzt ist nur die Frage, ob du einen Übertragungsstein gekriegt hast oder Covenant Bookmark. Schon, Goldmütze. Noch ein Goldmütze. Mütze, Glatze, okay. Mütze, Glatze. Mütze, Glatze. Rotrakete, Rotrakete. Und der Pistole, eine Aki. Und 1 Million Gold. Ach so, da geht all mein Luck hin. Auf deinen Account. Da habe ich bekommen, ja, Übertragungsstein und Covenant. Au. Du kannst aber auch das Glück haben, nicht einfach nur 5 Covenant Bookmarks zu kriegen, sondern ich glaube 10 mit einem Mal. Mhm. Ja, gibt's auch. Ein Na. Na, na, na. Ein. Gar nichts für mich. Ja, Pantheon hätte ich auch genommen. Jetzt hat er sich den Na. Ach, Mann. Hättest du eben mehr verlieren müssen. Ich hab's wirklich versucht. Ach, Ari. Nehmen wir die MF. Ja, hab ich auch drüber nachgedacht, aber wenn Ari näher an Stufe 3 ist, ist das ja nicht schlecht. D. Das ist noch eine Schwane. Locken. Zeig dir gleich mal, wo der Frosch die Locken hat. Na, der macht jetzt auch noch Werbung für Bratbaxe. Wenn ich Bratbaxe grill. Ja, ich glaub doch so irgendwie. Hey, ich konnte direkt seine Ruhe vertreiben. Nice. Das sieht man auch selten. Rexa ist halt so meine Akali, die kommt meistens sehr, sehr selten. Wenn ich sie denn brauche. Wenn ich sie nicht brauche, kommt sie immer. Aber das ist ja normal. Okay, wer hat jetzt das scheiß XP? Ding ja mal Kills. Ich hab's bei mir Chlori gegeben. Ja, hier kommt halt immer drauf an, wen ich gerade leveln will. Das kann ich mir nicht leisten. Dinger außerhalb von Events anzuequippen, kostet Gold. Das kann ich nicht. Man muss effizient sein in dem Spiel. Wusste ich gar nicht, dass du auch einer hast. Ich hab einen Junge. Du hast den guten Shit. Komm mal wieder auf den Global Online, Alter. Global kann ich gerade.
jetzt habe ich es unequipped und jetzt habe ich es vergessen, King Bellona zu equippen. Nee. Och nein, geh weg mit der Blitzcrank. Faust. Tot. Also dieser Base Damage von Blitzcrank ist GG, as fuck. Realistisch ist im Spiel ja genauso, aber. Spuck schon war da, spuck wie du noch nie gespuckt hast. Die Joker-Duld. Ja, das ist jetzt blöd. So. Hier müssen jetzt einige gehen. Der nächste stellt sich an. Rex, ey. Schade. Das sieht aus. Die war halt wieder off position. Viel zu sehr overextended. Schön. So, ihr kleinen Mistviecher. Droppt mir den guten Shit. Sachen außerhalb von den Events. Ja, das. Also es. Meint man nicht, aber es tut irgendwann doch weh, gerade wenn du kein Geld mehr hast. Ja, ich sag mal so bei den High-Level-Gear, wo du dann irgendwie 5000 oder so bezahlen musst zum Unequippen. Okay. Ach, Artefakte können auch schon reinhauen. Je nachdem, wie weit du es geupgradet hast halt. Noch ein übergroßer Schubert Freud. Pass auf, das wird jetzt gut. Jawoll. Ich weiß nicht, ob ich den besiege. Mal gucken. Die Ranger tun gerade ziemlich weh. Ja, nee, den besiege ich nicht. Der Ranger-Bonus ist aber viel zu krass. Autsch. Alter, 16 Schaden, ey. What the fuck? Jo, sieht aber doch gut aus bei dir. Dann sind alle da. Natürlich, jetzt kriege ich halt Digit. Keine Brawler. Das kenne ich. Also keine, die ich mehr gebrauchen könnte. Wo ich jetzt zwei weiß. Bei City Stories. Double Rabatt und Chogat. Ja, Cho haut schon rein, das stimmt wohl. Ja, leider habe ich dir auch noch ein Level 1. Ja, ich habe gerade meinen Aesol dank Nikos Help halt. Alter, meine Rexha ist halt gerade so Arsch-Carry-Retter. Schafft's es denn? Stirb, Eve. Stirb. Jawoll, nice. Nice, das ist so ein Warwick. Welches jetzt? LOL oder Epic 7? Ja, bei Epic 7 brauche ich nicht hinzugucken, das läuft. Das läuft.
Boots. Das wird dann schon mal böse für mich. Alter, ist das so übersichtlich? Wer wird gewinnen? Die Eisolulte. Ja, come on, guys. Woo! Los, Rexai, ja, beliebt. Ha! Twitch Prime ist kostenlos. Und da ist legit nichts für mich dabei. Blade of the Moon King. Macht er das nochmal? So, nee, das ist Klingenmeister. Das ist das Spaten-Ding. Wenn das jetzt funktioniert, dann muss ich es ja so irgendwann mal im Normal spielen. Hey, hier ist ein Schokot. Ich hab hier lauter Nas. Hätte ich gerne gemacht. Wobei, momentan brauche ich halt eine Ari. Drei Vorwix, vier Shivanos, das wird mich richtig happy machen. Komm, I have to survive. Ich darf gegen deinen Geist ran. Ich darf gegen den ersten ran. Was ist das schon? Das können ja. Nee, ich lebe doch. Mit ziemlich genau zwei Life. Geil. Sexuell. schade. Ja, what the fuck ist mit deiner Elise los? Die wollte einfach legit nicht sterben. Die hat ja nichts irgendwie ausgerüstet oder so. So. Das ist noch ein Narr, das hilft mir aber nicht. Wenn wir bei ihm sind. Das tut mir leid, Shivana. Verkaufe ich sie. Nee, das ist eh unwahrscheinlich, dass ich jetzt dann genau Ari rerolle, also. Ich darf aber auch, weißt du, ich bin der Letzte aus der Sicht momentan. Warum darf ich nicht mal gegen den Geist antreten? Nein, jetzt muss ich gegen den zweiten ran, nachdem ich gerade eben vom ersten Hard weggemacht wurde. Und der hat natürlich einen fucking MF. Nicht, dass dir das jetzt weiterhelfen würde, aber. Oh. Oh, war das close, Alter. Die Jinx hat halt gerade beide noch drei Solo gemacht von mir. Holy fucking shit. Swain, Kale. Ich brauche euch beide nicht. Ari, nein. Also ich habe bis legit noch keinen Swain. Ich hab überhaupt keinen Shogun gesehen, besser gesagt. Ja, ich hab von den einen einzigen gesehen. Wo der gegen den Nas tauschen wolltest. Ich frag mich gerade, wo Dennis steckt. Hat der mich vielleicht geschrieben? Ja, geschrieben hat er auch nichts. Die in Agony. Sind die ganzen Shogats hin? Sorry, da gebe ich jetzt Vorweg auf. Da ist die Ari! Ja, sorry, schon mal noch. Nas, Aesol, Sejuanis. Jetzt habe ich eine Shivana und meinen zweiten Stufe 2 und den einen Stufe 1er Vorweg verkauft. Nachdem ich mein
Schwarzenegger das Gold jetzt reward hat. Da ist ein zweiter Schwert. Fehlt nur noch ein dritter. Ja, wollte ich gerade sagen. Wieder, also ich durfte jetzt gegen den ersten, gegen den zweiten und jetzt wieder gegen den ersten ran. Als Letztplatzierter aus der derzeitigen Sicht. Riot, also, please. Perfectly balanced as all things should be. Mach ich überhaupt Damage? Oh, ich glaube, ich bin raus. Ja, ich bin raus. Ich lebe noch. Ich konnte mir legit keinen einzigen Shogat kommen. Das ist halt wirklich scheiße. Der hätte halt so viel schon bei mir verändert. Ja, klar. Shogat ist ja, wenn er auf Stufe 3 ist, hat er ja das höchste Leben im ganzen TFT. So, ja, der interessiert mich nicht. Mich interessiert sein bekloppter Schaden, Alter, der auch noch tut. Ja, der wird halt auch noch GG, das stimmt. Aber mehr Life heißt halt mehr Sustain, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Und jetzt gehst du auf Beast und kein einziger in dieser Runde wagt es auf Yordle zu gehen. Das ist ja egal, ich kriege ja trotzdem den anderen Effekt. Was? Haben die etwa die Kamera gefixt? Was? Ich muss ständig mehr auf deinen Namen klicken, um dir hinterherzukommen. Krass. Ach nein, das ist der Typ. Ja, der hat mich gerade besiegt. Wenn Giovanna mal wieder frei ist, könnte ich dich versuchen zu avengen, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, ich mich... Ja, danke für die Avengung. Ich hab's versucht. Ja, ich möchte aufgeben, danke. Ich habe einfach nur Spiel beendet. Geil, ja. Kann ich meinen Client jetzt wieder aufbauen? Kann Riot irgendetwas? Warum frage ich das eigentlich noch? Sie können dein Geld nehmen. Ja, kriegen sie gut. Das kriegen sie sehr gut hin. Ey, Gold 4-0 MP. Wie wird das ausgehen? Erfahrt das in der nächsten Folge. Haut rein.